Hallo und herzlich willkommen wieder zu unserer Tippsendung von onexsu.com mit mir, Alexander Kaiser, mit den Expertentipps zum Wochenende. Ja, und letzte Woche, da gewannen Jan Wirth und Sistle Crack. Die habe ich natürlich beide angesagt. Die gewannen sehr, sehr souverän. Also ich hoffe, da konnten sie den einen oder anderen Euro mitnehmen. Ja, am 31.12. und am 1.1., da wartet Vincennes auf uns. Vier Rennen habe ich mir rausgesucht und das Highlight ist natürlich am 1. der Prix de Bourgogne. Aber erstmal zum Samstag und zwar ins vierte Rennen in Paris-Vincennes auf das Plateau de Gravel in den Prix de Donville hier. Kurs B, 70.000 Euro ist das Rennen dotiert. 2.100 Meter ist die Distanz. Vierjährige Stuten hier, die schlachten hier sich um den Sieg aus hier. Frankie Nivard, der konnte mit Création letztes Mal gewinnen. Das Pferd ja, war ja von Eckhaute, der ja immer sehr unglücklich agiert im Sulky. Aber mit Frank Nivard, da konnte er doch dieses Pferd zum Sieg führen. Das war 15-1 und er muss sich deutlich steigern, um hier gegen diese Gegner mitspielen zu wollen. Comtesse geht seit langer Zeit mal wieder über diese 2100 Meter. Mathieu Moutier ist der Fahrer. Letztes Mal gab es einen vierten Platz, das war in 14-1 und er war dabei deutlich hinter Carla Love. Carla Love, die beiden treffen sich wieder. Sie und Comtesse, da sitzt kein geringer als Jean-Michel Bazire drauf. Und bei diesem Pferd, der wurde bestens vorbereitet auf dieses Wintermeeting, ging in der Provinz mal auch in Yongyang, da zeigte er nicht viel und letztes Mal war die Kohle drauf und da gab es gleich einen zweiten Platz, aber leider traf sie einen übermächtigen Gegner. Und heute sieht es deutlich leichter für Carla Love aus. Carlotta aus dem Levegstall, das ist auch ein Pferd, was man eigentlich nicht über diese 2100 Meter Distanz vermutet, wird vornehmlich über 2,7 oder 2,8 gestartet. Nichtsdestotrotz, sie ist in guter Form und mal schauen, was Pierre Levesque mit ihr zaubern kann. Charmante muss glatt gehen und über Calne de Loyaux aus dem Abrivastall, dem muss man natürlich auch auf dem Schein haben, das ist auch ein Pferd, was brandgefährlich ist. Aber der Sieg geht für mich über Carla Laff. Das ist eigentlich ein typischer Sieg des Wintermeetings von Jean-Michel Bazire. Es kann eigentlich nicht leichter werden für dieses Pferd. Letztes Mal der super starke zweite Platz und jetzt ist sie reif für den Sieg. Die vierjährige Stute Carla Love im Prix de Donville, das ist das vierte Rennen am Samstag. Und dann geht es weiter ins sechste Rennen in den Prix de Bar-le-Duc. Das ist natürlich schon höher dotiert. 105.000 Euro über 2850 Meter Bänderstart. Und hier sind tolle Pferde stehen geblieben. Leider ist Viking Vabene rausgegangen. Das wäre natürlich noch ganz stark, wenn der hier gelaufen wäre. Nichtsdestotrotz, tolles Feld. Im ersten Band wartet zum Beispiel Avenir de Blay. Das ist das Pferd von Tourmaline Libellé. Bei dem läuft es auch richtig in dieser Wintersaison. Drei Siege en Suite konnte er landen. Und jetzt muss er zeigen, der sechsjährige Hengst, was er gegen diese Pferde hier ausrichten kann. Termino Lies, das ist ein Pferd, was bestens gemanagt wurde in dieses Rennen. Mit seinen 304.000 Euro Gewinnsumme von den fünf Starts war er viermal Zweiter, einmal Dritter und so langsam sollte es doch mal für einen Volltreffer langen. Indiges im zweiten Band, Frankie Nivard, das deutsch gezogene Pferd, auch noch im deutschen Besitz. Fabrice Soulois, der Trainer. Vier Eisen runter, aber der zieht nie so richtig durch. Vielleicht hat er ja mal Glück, wenn die anderen ein bisschen patzen, aber hinten raus, da wird es immer eng für ihn. Nichtsdestotrotz für die Dreierwetten natürlich zu beachten. Valco Genila, letztes Mal in eine Streichform, davor gab es den sicheren Sieg Erika vorn drauf, den muss man natürlich auch ganz beachten. Genauso wie Dante Boco, der sollte auch hier ready und fit sein. Letztes Mal der vierte Platz, den kennen wir ja noch von der letzten Saison und vorletzten Saison, da hat er die Rennen reihenweise gewonnen. Pierre Mercus hier ist der Fahrer und der kennt auch Dante Boco, ganz gefährlich dieses Pferd. Ich sage mal, im ersten Band, da sind zwei starke Pferde, Avenir de Blay und Termino Light, die sind schwierig zu kriegen mit 25 Meter. Und deswegen gehe ich mal mit dem Basierstarter Tell Me No Lies im sechsten Rennen am Samstag im Vincennes. Und dann geht es weiter zum Sonntag in den Prix de Meulan hier. Das ist aktuell das zweite Rennen der Karte, das kann sich noch ändern. Also Prix de Meulan, Kurs C, über 2700 Meter für die vierjährigen Hengste und Wallache. Ja, und das ist ein gutes Rennen, denn ich habe einen guten Tipp für Sie, aber wir gehen erstmal rein hier. Der Favorit wird wahrscheinlich werden Dexter Chateau hier von Christian Bigion, der eine Top-Leistung hier gebracht hat mit diesem Pferd letztes Mal. Ganz überlegen gewonnen. Die Stahlform könnte besser nicht sein. Hat schon viele Siege im Wintermeeting errungen und das ist natürlich ein Pferd, was nicht bei diesen 46.000 Euro Sieggewinnsumme stehen bleiben wird. Daddy Cash. Letztes Mal zwar gesprungen, davor nicht so richtig durchgezogen, dem geht immer ein bisschen die Puste aus hinten raus. Mal schauen, was Johann de Bourgeois diesmal mit ihm zaubern kann. Björn Goop, der fährt Deep Stack, der vierjährige Hengst hier.
Und letztes Mal, das war ein super Sieg gegen ein Basierpferd. Da hat er sie wirklich alle geärgert. Björn Goop, der ja die Vincennes-Szene ein bisschen durchmischt, immer mal wieder mit hohen Odds punkten kann. Also Deep Stack auch noch brandgefährlich. Der Mogiel, das ist ein Pferd aus dem Luckstall mit Maciej Abrivar. Und da konnte er schon punkten. 130 für 10 gab es damals mit dem Sieg. Und den muss man natürlich auch auf der Rechnung haben. Für mich ist das ein Duell hier zwischen Dexter Chateau und Deep Stack. Die Form war sehr stark von Dexter Chateau, der natürlich, zwar die Zeit war nicht so gut, aber er war sehr überlegen vorne. Da sollte noch Steigerung sein. Bestzeit ist 15,4. Aber Deep Stack, das war eine super Leistung letztes Mal über 2,7. Und Björn Goop, das ist ein ja, gewitzter Hund. Und Christian Bijon, der muss schon vertrauen, dass sein Pferd stärker ist. Denn von fahrerischen Können wissen wir, dass Björn Goop stärker ist. Also für mich, Deep Stack ist das Pferd hier im Prix de Moulin hier am Sonntag in Vincennes. Und dann kommen wir zum Hauptereignis, dem Prix de Bourgogne, 2100 Meter, 120.000 Euro dotiert. Die ersten drei Pferde sind automatisch qualifiziert für den Amarik. Und hier haben wir natürlich Bold Eagle drin, beste Ausgangslage am Auto. Ja, und letztes Mal, das war kein guter Rennverlauf. Nichtsdestotrotz, er gewann natürlich überlegen, mal wieder ganz stark, wie er da gewonnen hat und konnte die Niederlage gegen Traders ja, zunichte machen. Kann ihn vielleicht einer aufhalten. Call Me Keeper hat die 12. Ich denke mal schon, der hat das Potenzial, unter die ersten drei zu kommen mit Jean-Michel Bazir. Der muss einfach einmal auf einem Rush nach vorne kommen und dann will ich mal sehen, wie die anderen kommen. Denn der kann schon stehen, der Call Me Keeper. Mit 436.000 Euro Gewinnsumme wird das eng für ihn. Also er muss unter die ersten drei Plätze kommen. Prinzess Griff, der kann vielleicht ein Schnippchen schlagen hier, mag auch die Distanz. Die 8-jährige Stute hat auch gute Leistungen gezeigt und Roberto Andreghetti weiß ganz genau, wie man dieses Pferd fahren muss. Timoko hatte ich ja letztes Mal angesagt, der lief auch gut bis zur Geraden hinein und dann ließ er nach. 2100 Meter, das ist eigentlich seine Distanz, das wissen wir. Und der ist brandgefährlich, also für mich sollte man ihn noch nicht abschreiben. Nichtsdestotrotz, Bold Eagle ist natürlich das Maß aller Dinge. Für mich sollten sie hier mal Einläufe spielen mit Timoko, Prinzess Griff und natürlich Call Me Keeper. Dann sollten sie an der Auszahlkasse sein. Ja, das war es hier schon wieder von unserer Tippsendung. Ich wünsche natürlich einen guten Rutsch ins neue Jahr. Und ich hoffe mal, dass wir ein paar Sieger mitnehmen und ein paar Euros. Also bis dahin, machen Sie es gut. Tschüss.